Das Ganze hat jetzt für Erwachsene 99 Reals gekostet und für Kinder oder Jugendliche bis 21 Jahre 49. Wir wollen heute auf den Zuckerhut. Dort seht ihr den 396 Meter hohen Granitfelsen. Hier seht ihr die Talstation. Wir gehen jetzt erstmal Tickets kaufen. Die Talstation liegt hier übrigens 14 Meter über dem Meeresspiegel. Diese stützenlose Pendelbahn hier führt dann auf die 226 Meter hohe Bergstation. Diese Gondel hier kann 65 Personen nach oben befördern, und zwar in 21 km/h. War ja klar, dass wir jetzt wieder in einer Schlange stehen müssen, um die Tickets zu kaufen. Am Automaten. Ja, die haben wir jetzt erstmal. Da kommt ja das gute Stück. Na denn, auf geht's! Was für ein herrlicher Ausblick. Hinter den Hügeln hier geradezu ist die Copacabana. Boah, wie viele Boote hier ankern. Hier rechts sieht man einen Teil vom Zentrum. Jetzt geht's hier von der Mittelstation zur Bergstation des Zuckerhuts. Schaut euch mal diesen Sonnenuntergang an. Ah, jetzt kann man hinter den Hügeln schon fast die Copacabana entdecken. Ach, und da ist der kleine Flughafen, wo wir gelandet sind. Und hier drüben ist Niterói zu sehen. Oh, es ist so kalt und windig hier oben, wir fahren wieder zurück. So ein schöner Berg, eine traumhafte Kulisse. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einfach einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch mehr Videos aus Rio de Janeiro sehen wollt, dann könnt ihr hier oben auf der Spitze des Zuckerhuts meinen Kanal abonnieren.